Hallo, sehr geehrte Freunde. Heute möchte ich euch etwas über Retreats erzählen, speziell über die Retreats, die wir, die Yogaschule Minz, veranstalten. Als erstes gehe ich auf die Bedeutung des Wortes ein. Retreat kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Rückzug. Es gibt natürlich in den anderen Kulturen und Sprachen andere Bezeichnungen dafür. Es kommt ja mehr aus dem fernöstlichen Bereich, aus dem Buddhismus, aus dem Vedentum, aus dem Yoga. Es gibt natürlich unterschiedliche Retreats, Arten, Interpretationen, Auslegungen. Es gibt Schweigeretreate zum Beispiel. Es gibt dann Retreate, wo man intensiv Yoga praktiziert. Das Wichtigste ist es aber, eine Rückzugszone für sich zu finden. Früher hat man das in Bergen gemacht oder in den Wäldern oder irgendwelchen Ashrams oder Tempeln. Und man hat sich speziell dafür zurückgezogen, um an seinen Yoga-Praktiken zu feilen. Das heißt, man hat über eine gewisse Zeit von seinem Yoga-Lehrer oder Guru gewisse Techniken vermittelt bekommen, Meditationstechniken, Mantren. Und man hat sich dann zurückgezogen, um diese Dinge einzustudieren, zu wiederholen. Das ist der erste Aspekt dafür. Der zweite Aspekt dafür ist das Verständnis, dass man durch ein Retreat Tapas aufbauen kann. Das ist die universelle Energie, die zur Realisation später genutzt wird. Und man kann auf ein Retreat gehen, um diese kosmische Energie aufzubauen durch die Askese, die man dann dort ja über sich ergehen lässt. Es ist nicht immer einfach, den alltäglichen Gewohnheiten und Abhängigkeiten so ein bisschen auf dem Weg zu gehen und diese abzustreifen. Es beginnt natürlich mit der täglichen Nutzung des Handys und der sozialen Netzwerke. Es geht dann weiter über irgendwelche nötigen oder unnötigen Gespräche mit den Freunden und Verwandten und so weiter, bis hin zum Durchschauen von irgendwelchen Filmen oder Serien. In dieser Zeit, in der man auf ein Retreat geht, schließt man diesen Informationszufluss von außen ab. Das heißt, man legt sein Handy zur Seite für diese Tage, man schaltet die Nachrichten weg, man hört auf, mit seiner Familie, mit seinen Freunden zu kommunizieren in dieser Zeit. Und der Sinn des Ganzen dabei wird der, dass man beginnt, nach innen zu blicken, weil der Kopf ja es gewohnt ist, gewisse Sachen zu verarbeiten, Dinge zu analysieren, Dinge zu sehen. Und während dem Retreat muss sich ja der Kopf mit etwas beschäftigen und so beginnt er sich mit sich selbst, beziehungsweise der Mensch mit seiner inneren Welt auseinanderzusetzen. Das ist nicht immer einfach. Aus dem Grund, weil viele vor sich selbst fliehen, natürlich in irgendwelche Gewohnheiten und Abhängigkeiten, in eine gewisse Lebensweise, weil man das eigene Innere nicht sehen möchte, weil es nicht immer schön ist. Andererseits haben viele Menschen nicht die Zeit, quasi in sich hineinzublicken, weil sie mit der Arbeit beschäftigt sind, mit dem Alltag, mit der Familie beschäftigt sind, mit den Freunden. Und so hat man nicht genug Zeit, das Erlebte aufzuarbeiten, zu analysieren und alles in seine Schublade zu stecken. Das wäre so ähnlich, als würde man ständig nur essen, aber keine Zeit haben, es zu verdauen. Das wäre natürlich für den menschlichen Körper sehr schlecht. So ähnlich passiert es mit unserem Geist. Unser Verstand nimmt täglich sehr viel Information auf. Und vor allem ist es in der heutigen Welt ganz extrem geworden durch das Internet, durch viele andere Medien, die wir konsumieren, schafft natürlich unser Verstand diesen Informationsfluss nicht aufzuarbeiten. Und so sammelt sich das an irgendwo im Unterbewusstsein, und dann bekommt man ja quasi so eine geistige Verstopfung. Und damit das nicht passiert, muss man sich von Zeit zu Zeit zurückziehen und sich die Zeit dafür nehmen, ein paar Tage, zum Beispiel eine Woche, 10 Tage in Ruhe zu verbringen, um das Ganze natürlich aufzuarbeiten, damit man keine naja, psychischen oder geistigen Krankheit entwickelt mit der Zeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Oft hat der Kopf in der Nacht nicht genug Zeit, um das aufzuarbeiten. Das passiert natürlich auch im Schlaf. Aber wenn man vollgeladen, mit Gedanken, stressgeladen dann zu Bett geht, dann ist es natürlich so, dass die 8 Stunden oder 7 Stunden Schlaf auf keinen Fall ausreichen, damit alles
geistig in Ordnung gebracht wird von unserem System, also Körper, Verstand und von unserer Seele. Und wir bieten schon seit vielen Jahren regelmäßig Retreats in verschiedenen Formaten an. Das beliebteste und das häufigste, was wir anbieten, ist das Schweigeretreat, die Vipassana. In den letzten Jahren hat sich es so entwickelt, dass wir es auf 4,5 Tage, 5 Tage eingegrenzt haben. Aus dem Grund, weil sich viele Leute nicht trauen, 10 Tage auf ein Retreat zu gehen. Zum einen, weil sie fürchten, dass sie es nicht schaffen, dass es schwer sein wird. Andererseits haben viele Menschen auch nicht die Zeit dazu, weil sie beruflich eingespannt sind, weil sie auch es vorziehen, wenn sie den Urlaub haben, irgendwo hinzufahren und den Urlaub zu genießen, anstatt sich irgendwo einzusperren in ein Retreat-Zentrum oder Ashram und dann an sich selbst zu arbeiten. Das bedarf natürlich sehr viel Eigendisziplin und Eigenverantwortung. Und so bieten wir diese kurzen Retreats an. Die werden sehr gut angenommen. Und das Besondere bei uns ist natürlich, dass wir kleine Gruppen haben und wir echte und richtige Yoga-Lehrer haben, die ausgebildet sind, die professionell unterrichten für viele Jahre lang, die eine ungeheure Erfahrung haben im Unterrichten und mit in der Arbeit mit Menschen. Bei manchen Retreat-Zentren hört man, dass man irgendwie von einem Fernseh oder von einem Video berieselt wird einmal am Abend und man hat also gar nicht die Zeit, sich an den Lehrer oder an den Leiter des Retreats zu wenden. Das ist bei uns möglich. Auch wenn man die Tage schweigt, kann man über einen Zettel so aufgeschrieben eine Frage stellen, die dann am Abend erörtert wird. Man hat dann auch die Zeit, sich sprachlich, sage ich mal, zu äußern oder sich zu realisieren, indem wir eine Stunde jeden Abend Mantra singen. Es ist natürlich nicht die üblichen Gespräche, die man dann führt sozusagen, aber man singt das Mantra und kann so die überflüssige Energie, die man vielleicht ja ausdrücken durch die Sprache möchte, kann man durch das Mantra singen realisieren. Andererseits hilft das Mantra auch sehr gut, die Seele zu harmonisieren, den Geist zu harmonisieren und unnötige Emotionen während des Retreats abzubauen. Was andere Retreats, Schulen oder Ashrams nicht haben, ist das Hatha-Yoga, welches bei uns auch ja im Programm drin ist oder fast Pflicht ist, weil wir ja die angestauten Blockaden durch das lange Sitzen sehr gut mit dem Hatha-Yoga wieder herausarbeiten können. Durch die Dehnübungen, die drin sind, durch die speziellen Atemübungen, die wir auch mit in das Programm einbauen, geht es dem Körper gut, der ist entspannt und wenn der Körper entspannt ist, kann die Energie besser fließen. Bei manchen anderen Retreat-Zentren darf man sich dann nicht einmal strecken während der Retreat-Phase, während der Meditationen und da sitzt man sehr, sehr lang am Tag und muss quasi seine Schmerzen und seine Verspannungen irgendwie geistig aufarbeiten, was für einen unvorbereiteten Menschen sehr, sehr schwierig sein wird. Wir haben in unseren Schweigeretreats, bei denen wir passen, also auch zweimal am Tag eine Gehmeditation dabei, wo man auch nochmal in Bewegung kommt. Und ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, dass speziell bei der Gehmeditation sehr viele neue Einblicke, so Mini-Erleuchtungen kommen können, sehr gute Gedanken kommen können und Lösungen kommen können. Also das passiert nicht nur während der Sitzmeditation. Die Sitzmeditationen haben wir zweimal 2 Stunden am Tag, einmal in der Früh, einmal um die Mittagszeit. Die sind unterschiedlich thematisiert, also wir machen da verschiedene Techniken. Wir haben auch einstündliche Meditationen, wie das Mantra Om am Abend, welches ich bereits erwähnt habe, und einmal eine Bildkonzentration, was eben auch die Konzentrationsfähigkeit verbessern und steigern soll, weil letztendlich möchte man auch bei dem Retreat durch das Erlernen einer guten Konzentrationsfähigkeit das mit nach außen in den Alltag tragen und so wird der Mensch erfolgreicher und kann seine Ziele besser erreichen oder umsetzen. Was wir neben den klassischen Schweigeretreats, der wir passen, auch anbieten, sind wiederum unsere Retreate irgendwo im Süden am Meer, so wie hier an diesem schönen Ort in der Türkei, wo wir ein sehr gutes Retreat-Zentrum gefunden haben und jetzt mit der ersten Gruppe hier schon seit 5 Tagen da sind.
Also insgesamt werden wir eine ganze Woche da sein. Hier geht es ein bisschen lockerer zu. Also das ist so eine Mischung aus Yoga, Urlaub, Retreat. Es ist nichtsdestotrotz viel Eigenarbeit dabei, indem wir regelmäßig praktizieren. Wir bieten hier natürlich auch verschiedene Yoga-Praktiken an. Wir bieten verschiedene Meditationen an, die der Selbstrealisation verhelfen. Es ist dieses Format des Retreats im Süden, dass man so ein bisschen auf die Suche nach sich selbst geht oder sein eigenes Inneres transformiert oder lernt, seine Ziele klar zu visualisieren und zu verstehen. Wir bieten hier natürlich auch persönliche Coachings an, wenn es notwendig ist. Wir bieten hier auch therapeutische Maßnahmen an, wie so heilende Massagen, Heilbehandlungen, die auch ebenfalls mit dem Programm sind, die man individuell dazu buchen kann. Man ist hier frei, mit den Teilnehmern sich natürlich auszutauschen, zu unterhalten. Es wird nicht geschwiegen bei diesem Retreat. Die Leute können jederzeit zum Baden gehen, den Swimmingpool benutzen, einen kleinen Tagesausflug machen. Das gehört natürlich auch dazu. Und das Ziel dieser Retreate ist, dass man quasi sich aus seinem gewohnten Umfeld herausnimmt und sein Leben, sein eigenes Ich auch lernt, ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, was auch sehr gut und sehr förderlich ist, weil man versteht hier Dinge, die man zu Hause nicht verstehen würde, wenn man quasi von den Alltagsaufgaben, vom Job und von der Familie irgendwie erschlagen ist und sich in ganz anderen Energien befindet als wie hier, an so einem schönen, reinen Ort, wo absolute Ruhe herrscht, wo der Strom ökologisch durch die Sonne hergestellt wird, wo es keine Straßen gibt, keine Autobahnen, und sonst nur sehr frische Luft, das Meer und die Berge. Das ist auch äußerst effektiv. Und für Leute, die sich zurückziehen möchten, wird es auch eine Möglichkeit geben, dass man eine Einzelunterbringung bucht und viel Zeit alleine für sich verbringt, um vor Menschenmengen sich zu erholen und von der Großstadt sich zu erholen. Es ist hier auch das Internet begrenzt und die Nutzung von Internetmedien, von sozialen Plattformen und so weiter. Man kann auch hier sich eine gewisse Erholung holen. Und man muss das so verstehen, es ist nicht unbedingt so, dass man von außen beginnt, die Energie aufzuziehen und aufzusammeln. Man unterbindet hier einfach den alltäglichen Energieverlust, den man in der Großstadt hat. Also man schenkt seine Energie seinem Arbeitgeber oder dem Chef, man schenkt seine Energie dem Ehepartner, Ehemann, Ehefrau, seinen Kindern, seiner Familie, seinen Eltern und natürlich schenkt man sehr viel Energie dem Internet, dem Handy und dem Computer. Das ist in unserer Zeit so der größte oder der stärkste oder der häufigste Energieverlust von allen. Und wenn man diese Verluste ein bisschen eindämmt, was auch der Sinn des klassischen Retreats ist, also den Energieverlust stoppen für eine gewisse Zeit, sammelt man diese Energie Tag für Tag an und so bekommt man die Möglichkeit, bewusstseinsmäßig auf ein bisschen höhere Sphären zu gehen und eben diesen anderen Blickwinkel zu erhalten und auf seinen Alltag, auf seine Probleme aus diesem anderen Blickwinkel, aus einer gewissen Höhe heraus zu blicken und die nötigen Lösungen dafür zu finden, oder gewisse Maßnahmen sich einfallen zu lassen, um seinen Alltag zu optimieren. Letztendlich, was auch aber der Kern des Retreats ist, ist eben die Yoga-Praxis. Yoga-Praxis nicht im Sinne von schönen Übungen auf der Yogamatte, das gehört natürlich auch dazu. Yoga im Sinne von geistiger Realisation, von geistiger und spiritueller Selbstentwicklung. Und da gehören nicht nur die Asanas dazu, da gehören Meditationen dazu, da gehören Lektionen dazu, die wir durchführen. Da gehört die Mantra-Praxis dazu, die Pranayama-Praxis dazu. Also wir bieten das komplette Feld des Yogas in seinen verschiedenen Aspekten und setzen das natürlich so um. Auch bei solchen Retreaten in Syrien begleiten uns bzw. die Gruppe erfahrene Yogalehrer, die das hauptberuflich machen, das Yoga, wie gesagt, also und natürlich ist es auch dann sehr wirkungsvoll und sehr schön für die Leute, dann hier dabei zu sein. Worüber sich auch sehr viele Teilnehmer freuen dieses Mal, ist auch dieser Austausch mit Gleichgesinnten. Also hier sind Leute, die ungefähr auf gleicher Wellenebene schwingen, die ungefähr dieselbe Weltanschauung haben, dieselbe oder ähnliche Lebensweise, ähnliche Ernährungsweise haben.
Das Essen ist hier auch absolut spitze und nur zum Empfehlen, absolut gesund und energiereich. Wie gesagt, dieser Austausch mit Gleichgesinnten, Austausch vielleicht von Ideen und einfach das Dabeisein in einer netten, ruhigen Atmosphäre. Man muss oft nicht sprechen, man kann einfach nur still da sitzen, einfach nur dabei sein und wie gesagt, die Partie, diese kleine Gesellschaft genießen. Es gibt natürlich auch sehr strenge Retreate, die klassischen Retreate aus der buddhistischen Tradition, wo man viel betet, viel praktiziert, die Nacht über nicht schläft, Niederwerfungen macht und sehr diszipliniert herangeht. Das mag natürlich auch sein. Das hängt von der Zielsetzung desjenigen ab, der zu einem Retreat hingeht. Genau. Also guckt euch, was es an Angeboten gibt an verschiedenen Retreaten. Guckt euch die verschiedenen Schulen, Richtungen an. Ihr könnt gerne auch unsere Homepage anschauen, was wir anbieten. Also unser klassisches Vipassana Schweigeretreat oder das Yoga-Retreat im Süden. Wir haben jetzt uns fürs Erste für die Türkei entschieden erstmal. Aber wir planen natürlich auch Retreate in Nepal. Das ist schon ein bisschen aufwendiger und ein bisschen ernsthafter. Und da sind auch Leute eingeladen, die ernsthaft praktizieren, eine gewisse Erfahrung schon im Yoga haben, die gesundheitlich fit sind, um quasi auf so ein Retreat zu gehen. Es ist natürlich aber auch ein kleines Abenteuer, in so ein weites Land zu gehen, um dort die heiligen Orte, die Pilgerstätten zu besuchen, wo naja, weltbekannte Yogis die Antike praktiziert haben, Begründer von gewissen Religionen, Schulen, die man heute auch noch hat. Zum Beispiel den heiligen Padmasambhava, der den Buddhismus nach Tibet gebracht hat, Marpa, Milarepa und weitere Praktiker der Vergangenheit und außerordentliche Yogis, die einen sehr hohen spirituellen Status erreicht haben. Ich lade euch mit auf uns auf die Reise zu gehen, die Reise des Selbstfindens, die Reise der Selbstentdeckung und Selbstverwirklichung mit unserer Yogaschule. Wir haben ein sehr breites Angebot an Online-Kursen, an Präsenz-Yoga-Kursen auch in unseren Studios. Wir haben das Projekt Yoga Camp, wo wir uns auch in der Natur in Deutschland einmal im Jahr treffen. Und natürlich auch viele andere Angebote, Workshops und Ausbildungen. Schaut euch unsere Homepage gerne an. Wir haben auch einen sehr großen Blogbereich drin mit sehr vielen schönen Referaten, Beiträgen zum Thema Yoga, zum Thema gesunde Lebensweise, Selbstentwicklung, Weltanschauung. Also ich bin bestrebt, aus der Seite ein großes Wissensportal aufzubauen mit der Zeit. Es wird natürlich auch viel dafür investiert und Mühe und Arbeit hineingesetzt in unsere Homepage, damit es interessant und anspruchsvoll wird und das Yoga an die Leute weiterträgt, wie ich es liebe, wie ich es verstehe, wie es in seinen Ursprüngen auch praktiziert wurde. Die Seite heißt yogaschule-minz.de. Ich werde das auch in diesem Video verlinken. Schaut es euch gerne an und schaut euch unsere Veranstaltungen, die demnächst anstehen, ebenfalls an. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen, irgendwo bei mir dabei zu haben, bei einem Retreat, bei den Yoga-Ausbildungen, bei den regulären Yoga-Einheiten online oder im Studio. Und dann können wir zusammen diesen interessanten Weg, diesen spannenden Weg des Yogas gehen. Für heute war es das. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Euer Eugen Minz von der Yogaschule Minz.